Wegfindungsprobleme. Okay. So. Weiter geht's. Ich musste gerade die Folge beenden, tatsächlich die erste, und habe jetzt eine neue Folge angefangen. Also weil wir schon mal eine halbe Stunde waren im ersten Teil. Das wäre sonst zu lang geworden. Deswegen wieder das Bild in der Mission. Und bei dem letzten Teil auch mit der Bank. Ah, oh, ich hasse das. Das Datenanalyselabor des DCD ist dort vorne. Sehr schön, jetzt sind wir ein bisschen besser durchgekommen, gerade als eben. Ich glaube, ich wäre unten festgesessen. Ich weiß es nicht tatsächlich, aber die sind da auch hochgeklettert irgendwo. Nee, die waren schon oben, die kamen von hinten. Datentransfer initialisiert. Mir einer kam von unten nach oben. Gut, dass ich hier noch mitgeschnitten hatte. Ja, ist immer gut hier. Der kommt auf uns zu. Das hat er bereut. Über den Hof. Ja. So, über den Hof entkommen. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Nee, ne? Loot ist keins unterwegs. Gut, dann gehen wir weiter. Sie können jetzt da raus. Das Labor und die Proben sind vernichtet und es gibt nicht mehr viel, was die Outcasts von dort aus anrichten könnten. Gut, dann ist das jetzt wahrscheinlich der letzte Teil, wenn es keine Neustartzone ist. Verschwinden Sie durch den Hof, um nicht in die Zange genommen zu werden. Da sind Sie. Seien Sie vorsichtig. Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass genau das passiert? Was denn? Um nicht. Wir nehmen Sie den Hof, um nicht in die Zange genommen zu werden. Ich vermute auch. Sagen wir es mal so: Tatsächlich sind die Gegner nicht dumm. Das muss man dir mal lassen. Also die KI, die hat echt eine gute... Ja, eigentlich ist die KI dumm, aber sie hat eine Trefferquote, die überirdisch ist. Die würden dich noch treffen, wenn du einen Salto machst. Es gibt sogar Granaten, die während die Stunde geworfen wurden und du dann zu früh ausweichst, doch die Richtung wechseln. Ja, oder so. Kann auch theoretisch sein, dass es ein bisschen... Jawohl, das war ein also Fatz. Eigentlich hat man sich der KI einfach eine verdammt gute Trefferquote gegeben, aber ansonsten eben ist die KI dann doch nicht so herrlich. Oh nein! Hau ab mit deinem Scheiß!
Weißt du, wirst du gegrillt, wirst du angesägt. Das sind nämlich so komische Kreissägen dran an diesen Fahrzeugen. Das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Die explodieren nicht, die sind einfach ein bisschen anhänglich. So ein bisschen einschneidend. Oben rechts ist auch ein violetter Granatenheini. Jawohl. Da hinten ist aber auch noch was Violettes. Bei dir irgendwo da, aber auch wieder so Granaten. Pass auf, der wirft die Granate zu dir. Scheiße, Drohne kaputt. Was spielen wir hier schön? Hier, nimm mal die Granate mit zurück. Eieiei. Oh, dich hat's erwischt da hinten, oder was? Achtung, es kommt dann, zu dir hinter Kevin. Ja, ich werde angesägt gleich. Ich habe auch nichts mehr an Leben, das ist das Problem. Ich bin auch direkt tot gewesen. Nee. Ja, ich hatte null, quasi. Musste da weg, als das Fahrzeug ankam. Und hätte ich vielleicht noch ein bisschen durchhalten können. Das ist anspruchsvoll, die Mission, das muss man so sagen. Die sind definitiv nicht zum so mal eben machen. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Ich glaube, du hast einen Typ auf jeden Fall erwischt, der da irgendwie so ein Fahrzeug losschicken wollte. Und da kommt irgendwas von rechts angelaufen. Da ist der Boss auch. Ah, von rechts, scheiße. Danke. Oh. Kann ich neu starten? So, dankeschön. So. Naja, ich merke das schon. Geht aber auch direkt auf mich. Haust du mal ab, du blödes Ding. Kusch. Ja, das ist aber direkt eigentlich von an dir vorbei auf mich. Hier, nimm mal den. Das ist aber auch hier. Aua! Das ist aber auch. War ich blöd. Hilfe! Das ist der Boss übrigens, der diese Fahrzeuge losschickt. Das sind, glaube ich, nicht die normalen. Der hat nämlich dieses WLAN-Zeichen drüber. Es kommt eins, es kommt eins, es kommt eins. Ja! Der wollte. Ist kaputt. Klar will ich kuscheln. Wäre das nicht? So. Ja,
Scheiße. Vorsicht, Granate! Kämpf wird geortet. Ah, jetzt. Ich liege an der Eingangstür da hinten. Für den Fall, dass du die Möglichkeit hast. Kommt noch Schub. Ja, ich sehe, ich bin bei dir drauf. Komm, ich nicht mehr heilen, das ist blöd. Da scheint aber noch ein Fahrzeug unterwegs zu sein, irgendwo. Bei dir. Wenn ich höre da irgendwo was. Ich weiß nicht, wo exakt das jetzt ist. Nee, die Gegner. Ja, da kommt. Ja, da unten, pass auf, rechts von dir. Fuck. Ja, ich bin gerade geleckt. Okay. Da kommt noch eins. Achtung. Brennt die Seuche aus! Ich danke dir. Direkt gleich. Ja, ja, ich guck gerade. Ah, ich komme hier auch nicht weg. Gerade. Jawohl. Ich muss auch gerade mal. Oh, ich muss nur gerade mich komplett wegziehen gerade. Ich habe keinen Dings mehr. Krieg ich. Ach, Kevin. Ja. Ich wollte dich gerade holen, das habe ich jetzt übersehen, das Fahrzeug. Scheiße. Dass aber keine Verstärkung auch gerade dazu kommt. Jetzt könnte man tatsächlich locker noch einen dritten Spieler gebrauchen. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Am besten geht jemand. Ich glaube, in der Mitte dort ist nicht gut. Mit einer links, einer rechts. Mhm. Ich probiere mal hier oben jetzt irgendwo ein bisschen. Ein Typ mit dem Fahrzeug ist weg. Da war schon zwei weggehauen. Ja. Kommt der nächste Nachschub. Dann ist wieder einer, bin ich dran. Jawohl, super gemacht. Oben auf dem Gebäude, da steht noch einer. Das Gerüst ist da oben. Zwei Fahrzeuge unterwegs. Kommen die hoch? Das ist jetzt die Frage. Ich stehe auf dem LKW, die kommen hier nicht hoch. Das ist der Trick. Ja, ich glaube, die kommen nur hoch, wenn da auch irgendwo Rampen sind. Die können nicht springen. Dafür geht sie jetzt nämlich wieder auf mich. Ich hasse das, wenn ich angesägt werde. Hau ab mit dem Ding. Das, was du wieder stehst. Ich hab's ja nämlich jetzt an der Backe. Hau ab mit dem Ding. Ich hasse das. Die Dinger sind so anhänglich. Du stehst echt klug. Dann hast du echt einen guten Platz gerade erwischt da oben. Ja, das Achtung, hier kommt wieder eins. Das. Wenn ich ehrlich bin, komme ich jetzt. Der, ja, der steht da oben. Ich komme zu dir hoch, weil das ist mir. Sonst ist mir das zu heiß da unten. Apropos heiß, du brennst auch. Aua!
Ach Mann. Ach, das ist ja auch kacke, weil jetzt kommen alle hier. Ja, das war nicht klug gemacht von mir. Ich muss den zweiten Platz suchen. Da hinten ist noch ein LKW. Ob ich da jetzt safe hinkomme? Danke. Weil ich mache das jetzt anders. Ich gehe nämlich jetzt auf den zweiten LKW, der hier vorne steht. Da, die Absperrung. Wo hat der mich denn jetzt geholt? Vor allem, wie schon. Ah, gut, ich war geschwächt. Ich schätze Granaten rein. Ne? Ach, da oben ist auch noch einer. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Pass auf, der läuft einer auf dich zu, aber der ist so gut wie weg. Also, der ist eigentlich. Low life. Wo sind die Gegner? Ich seh die nicht. Einer läuft bitte auf dich zu. Genau, da wo du ihn geschossen hast jetzt gerade, ja. Und da unten ist noch ein Fahrzeug. Es sind zwei Fahrzeuge, die rumgeistern. Einer ist kaputt. Und der zweite müsste jetzt auch gleich. Die Fahrzeuge sollten eigentlich verschwinden, wenn du den Besitzer tötest, nicht? Ja. Wo ist denn der? Pass auf, geradezu, wo ich liege an dem Rohr. Da steht auch noch einer. Ich weiß, ob du den siehst gerade. Da sind noch mehr Fahrzeuge. Zwei Stück wieder unterwegs. Ja genau. Links wollte ich gerade sagen. Ich kann dir leider gerade gar nicht helfen. Schwierig. Ich wollte einen Scharfschütze hier. Bei mir glaube ich, wo ich liege. Da liegt einer in der Luft. Danke dir. Dort ist der. Ja. Ja. Wunderbar. Das Labor ist zerstört und die Aufbauer können die Siedlung hoffentlich nicht mehr mit ihren Leuten infizieren. Noch ein Ausbruch ist das Letzte, was wir brauchen. Danke, gut. Agent. Ich weiß es sehr zu schätzen. Von wegen nicht in die diese Sache in Zwang genommen werden, ne? Ja, aber einfach war das jetzt nicht. Also, egal, ich bin viel gestorben bis jetzt. Hast jetzt sehr viel alleine machen müssen. So, gucken wir, was wir noch so haben. Gut. Sind wir jetzt hier raus, dann machen wir jetzt hier Feierabend, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann bis demnächst.